Hallihallo, Hallöchen und herzlich willkommen, ihr Lieben, zu Gothic. Heute gehen wir den letzten Fokus suchen. Wie ich gesagt hatte, bin ich im letzten Dingens, Kirchens, im letzten, na sage mal, in der letzten fucking Folge. Haben wir es aber. Hingerannt zum neuen Lager. Jetzt los. Bin mal gespannt, was hier oben ist. Ich habe keine Ahnung mehr. Ich denke mal, hier müssen wir doch lang, oder? Mal. Das werden wir ja gleich wissen. Wir haben hier unsere schlaue Karte. Ich bin die Map. Ich bin die Map. Nee. Jo, guckt. Da unten müssen wir hin. Das wird schon. Na. Drachenwurzel? Moment, stopp. In Gothic. In Gothic 2 erhöht die Stärke. Gab's die schon in der 1? Nee, es ist einfach nur eine Mana. Regenerationspflanze, okay. Ah, Snapperchen. Snapperlinos. Speichern. Snapperchen. Hallo. Und Randa. Bam, bam, bam. Level up, bam, bam. Los. Jawohl. Au. Ja, sag mal, beiß mich nicht in den Arsch und du auch nicht. Mistvieh. Easy. Guck mal, der Ausblick. Echt cool, oder? Wartet mal. Gucken wir uns gleich mal richtig an. Ist schon so ein altes Spiel. Gefällt mir. So. Hier kommen die ganzen Blumen. Scheiß, den braucht doch kein... Wow! Wow! Braucht doch keiner mehr. Anna! Ach, ist nur ein Bluthund. Aber erstmal so einen Aufriss machen. Ah, Cedric. Ein Ring? Was bringst du uns denn Schönes? Ja, oder? Ich glaube, das war der Schutz vor Pfeil der 5. Ja. Na. Was haben wir da hinten? Hallo, Servus. Miau. Mimi. Ja, zeig mal her. Was gibt's hier hinten? Hallo, ich bin's. Wir sollten speichern, oder? Ach, Quatsch! Randa! Hallo! Da wird jemand geschlagen! Milton! Oh! Wow, beruhig dich! Nicht auf mich ballern, Kollege! Aber wie ich euch das letzte Mal gesagt habe, fehlt nur noch Milton. Damon. Jetzt. Und sei gegrüßt. Mein Freund aus dem Sumpflager hat mir von deinen großen Taten dort erzählt. Ja, ich bin beeindruckt. Du bist sehr stark geworden. Ja, man tut, was man kann. Ja. Immer bescheiden, was? Ja. Also ich bin ganz bescheiden. Wir retten die Welt. Ach nein. Das Minental. Ganz bescheiden. Ich habe Gorn getroffen. Wirklich? Ja. Oh. An der alten Klosterruine am Meer. Wir haben sie gemeinsam nach Schätzen durchsucht. Naja, davon wird er mir bei unserem nächsten Treffen bestimmt erzählen. Gorn ist einfach dumm rumgerannt. Lester und ich haben die Bergfestung ausgenommen. Und zwar so richtig. Er hat mir davon erzählt. Du scheinst vertrauenswürdig zu sein. Wo habt ihr vier euch bisher getroffen? Ach, hier und da. Wir treffen uns an den verschiedensten Orten. Wie zur Hölle hast du von allem schon erfahren? Ich meine, du bist Magier, du teleportierst dich. Und die anderen? Können fliegen. Ich suche nach einem Fokusstein. Er muss irgendwo hier in der Gegend sein. Hört sich fast so an, als ob wir beide etwas am gleichen Ort suchen würden. Was suchst du? Was machst du hier? Nicht weit von hier befindet sich ein uraltes Stonehenge, in dessen Mitte der Eingang zu einem unterirdischen Gewölbe liegt. Okay. Eine Art Gruft? Ja, sowas in der Richtung. In dieser Gruft gibt es etwas, das ich gerne haben würde. Und was ist das? Warum gehst du nicht in die Gruft und holst dir, was du suchst? Oh, das ist nicht so schnell erzählt. Dafür müsste ich etwas weiter ausholen. Erzähl, ich habe Zeit. Nein! Nun nicht. Nach der Erschaffung der magischen Barriere, die uns alle hier gefangen hält, hat einer der beteiligten Magier ein magisches Artefakt dort unten versiegelt. Okay, was ist das für eins? Ist dieses Artefakt einer der 5 Fokussteine? Genau. Dann kennst du die Geschichte der 5 Fokussteine wohl schon.
Jetzt sag bloß, du bist auch hinter diesem Fokus her. Nein, der Fokusstein interessiert mich nicht. Ich suche einen orkischen Talisman. Du brauchst so ein Ding. Das Artefakt wurde versiegelt? Ja, ein mächtiger Bannzauber bewirkt, dass der erste Grabräuber, der sich den Fokus unter den Nagel reißen will, zu einem Dasein als ruheloser Untoter verflucht wird, der fortan diese Gruft vor allen nachfolgenden Grabräubern beschützen soll. Wie kommst du dann an diesem Bannzauber vorbei? Nice. Das ist nicht mehr nötig. Vor einigen Jahren war ein Erzbaron, der zum Zeitvertreib Orks jagte, unvorsichtig genug, die Gruft zu betreten. Nun ist er der Wächter über alle Schätze dort unten. So richtig angearscht, der Typ. Was hat es mit diesem Talisman auf sich? Ich vermute, sein ehemaliger Besitzer benutzte ihn, um sich wütende Orks vom Hals zu halten. Wenn ich recht habe, kann der Talisman von großem Nutzen sein. Ja. Komm. Wir sollten die Gruft gemeinsam ausheben. Du bekommst den Talisman und ich den Fokusstein. Machen wir so. Einverstanden. Aber da gibt es noch ein kleines Problem. Neues? Ein Problem? Ja. Der Wächter da unten in der Gruft. Hast du ja schon erzählt, kann man ihn nicht in handliche Stücke zerlegen? Eben. Zumindest nicht so einfach. Er scheint gegen die Wirkung normaler Waffen extrem widerstandsfähig zu sein. Lass mich raten. Du hast bereits einen Plan dafür, richtig? Tja, also, einen Plan habe ich schon, aber ich kann ihn nicht alleine durchführen. Oh, jetzt hätte ich fast Lester gesagt. Oh, Milton, jetzt mach mal die Pappe auf hier. Lass hören. Ich habe hier eine Spruchrolle, die einen sehr mächtigen Zauber enthält. Der Zauber vernichtet jeden Untoten, der davon getroffen wird. Damit sollte das Ausheben der Gruft ein Kinderspiel werden. Tja, also nicht ganz. Der Wächter hat mittlerweile Gesellschaft bekommen. Wahrscheinlich nachfolgende Grabräuber, die wenig erfolgreich waren. Ich war bereits einmal dort unten und wäre fast getötet worden. Einer alleine kann da nicht viel ausrichten. Aber Mumm hat er am Arsch, ne? Also war schon einmal unten, wurde fast zerlegt und geht wieder rein. Das machen wenige. Gib mir die Spruchrolle und wir heben diese Gruft gemeinsam aus. Gut, sehr gut. Ich hoffte, du würdest das sagen. Ach, sicher, wir Digga. Wir haben aber nur diese eine Spruchrolle. Benutze sie für den Wächter. Die anderen Untoten kann man auch im normalen Kampf besiegen. Ja. Verstehe. Also, wo geht es zum Stonehenge? Folge mir. Das war jetzt so klar, oder? Wir gucken uns nach der Gruft hier vorne ein bisschen um. Wir rüsten jetzt erstmal den Zauber aus, den der Milton meinte. Wo ist er denn? Ach ja, den Scheiß brauchen wir auch nochmal. Das ist manchmal... Wenn ihr euch in Gothic 1 nur noch wenig auskennt, dann sucht ihr manchmal... Da ist es doch. 9999 Schaden gegen Untote. Alter, war das im Main-Spiel früher noch stark. Boah. Hui. Ja gut, in Gothic 2 sind auch viele Sprüche ziemlich stark. Deswegen spielen wir es auch gemoddet. Ansonsten gäbe es im Vanilla Gothic 2 den Trick, zum Beispiel Drachen einfach zu schrumpfen. Hier sind wir. Der Stollen hier führt direkt in die Gruft. Dann statten wir den Wächter mal einen Besuch ab. Aufs Maul. Warte mal, wie viel Mana haben wir noch? Es ist voll, Leute. Voll, das geht auf. Randa! Hallo, wir sind's. Jo! Alter! Milton? Danke! Also Milton ballert ein bisschen mit. Macht zwar irgendwie nicht viel Unterschied. Hallo? Alter, dieses Kampfsystem manchmal. Ich weiß schon, warum neue von Gothic 1 abgeschreckt sind. Jetzt noch in den Arsch! Oh, weg mit dir! Weg mit dir! Und weg mit dir! So. Jetzt nochmal speichern. So geht das. Sie hat's vorgemacht. Was haben wir hier? Ein Schlüssel, der Talisman. Sehr gut. Du hast den Talisman. Hier, nimm ihn. So ja, war komm, unsere Abmachung. Dir. Und jetzt, danke, jetzt verschwinde, Milton. Ich vergesse niemanden, der mir geholfen hat. Hau ab. Du hast was gut bei mir. Ja, jetzt verschwinde. Ja, kusch. Jetzt hau ab, du Arsch. Ich will looten. Mann. Dieser Milton immer. Ich hab ihn ja gern, aber er muss auch mal spuren.
Links, links, rechts. Easy. Zwei Schlüssel, zwei Bier, 67 Pfeile. Bisschen Erz. Yay! Erz, wow! Mann, ist das mir egal. So, da haben wir noch zwei Tränke, drei Mana-Tränke. Ey, Leute, das läuft. Wir sollten uns auch gleich mal heilen. Der Fokus, zwei Schlüssel, zwei Bier, 45 und nochmal 600. Knapp 600 Erz. Nächste Bild, hättest du uns nicht zugeprappelt, hätten wir viel schneller 1000 Erz mehr in der Tasche gehabt. Mann. Den müsste man von früh bis abend den Hintern versohlen. So. Ich mag ja eigentlich Feuermagier. Aber nicht so sehr wie Belia-Magier. Die sind einfach geiler. So, lass mal gucken. Mana können wir auch hier über Pflanzenkram auffüllen. Mana! Drachenwurzel, Gönnung. Ey, in Gothic 1 würde man jetzt als Gothic 2 würde man als Nahkämpfer jetzt so holen. Ich habe eine Drachenwurzel gefressen. Mann, scheiße. Habe ich noch einen Speicherstand? Warum? Ja, ihr könnt aus Drachenwurzeln Stärketränke brauen in der 2. Ihr könnt sie auch essen, dann kriegt ihr allerdings, glaube ich, im Grundspiel nur einen Punkt oder so. Und in verschiedenen Mods gar keinen. Ist halt so richtig assi. So, wir könnten jetzt direkt zurückgehen. Aber wir erkunden noch ein bisschen, oder? Kommt, wir gehen jetzt noch dahinter. Gucken, was es da gibt. Guck mal, da ist schon ein Beißer, den kratzen wir noch gerade weg. Und da unten ist irgendein Hütteding. Ja, wir erkunden jetzt in der Folge noch ein bisschen. In der nächsten geben wir dann den ganzen Fokus mit ab. So. Aufs Maul, Beißer. Vor allem in der nächsten Folge, Leute, können wir richtig Fettstärke lernen. Geil! Wisst ihr, was wir an Lernpunkte haben? Was wir in Stärke jetzt ballern? Boah, das wird so fett. Halt's Maul! Scheiße! Boah, diese eine Animation. Dann hält er die Waffe ewig kalt nach oben. Stopp! Mann. Da muss man auch mal durchgreifen. Da muss man auch mal durchgreifen, ihr Lieben. Nein, Seraphis interessiert mich nicht. Dunkelkraut nehmen wir aber mit. Aber haben wir hier oben noch irgendwas? Nicht, dass mir dann irgendjemand wiederkommt im Discord. Aesthetik, du hast anstelle der und der hast du den und den Trank vergessen. Ja, das ist ja schön, dass ich das habe. Und wenn wenigstens der Hinweis kommt und nicht einfach nur, du hast einen Trank vergessen. Mein Lieber, derjenige weiß schon, wen ich meine. Mein Lieber, das ist lieb gemeint von dir. Wenn du sowas schon schreibst, dann schreib auch wo. Aber nur, wenn du dir sicher bist, dass ich da nie wieder hinkomme. Bei Spoilern hasse ich. So, haben wir noch 30 Erz. Und Leute, ihr habt mir die Frage immer noch nicht beantwortet. Schwach, ganz schwach. Woher, Bullshit. Wofür brauchen wir Goldmünzen? Goldmünzen. In der 2, klar. In der 1, wofür? Wir können hier Goldmünzen finden. Ich wüsste noch, wo wir 10.000 knapp finden. Mich in der Burg an der Stelle. Wofür brauchen wir sie? Wenn jetzt mittlerweile jemand zuguckt, der das weiß, aus in die Kommentare, mein Lieber. Oder meine Liebe. Ja, kann ja auch sein, dass es eine hübsche junge Frau ist, die sich so meint, ah, Gothic ist meine Leidenschaft. Geht alles. So, Ranna, hauen wir noch die Beißer da weg. Und los, weg und weg. Guck mal, da vorne ist noch ein Ork. Den reihen wir uns auch noch. Oh, Leute, das war die Gönnung. Ah, nee, aber dann kommen wir zu weit von unserem Weg leider ab. Dann kommen wir langsam wirklich zu weit von unserem Weg ab. Deswegen machen wir hier weiter. So, hier unten war da noch hier irgend so ein Verschlag. Hatte ich erspäht. Ja, erstmal Scavenger. Jo, ist Idee. Eins, zwei, drei. Und weg mit dir. Anders hast du es nicht verdient, Mistvieh. Cool, da unten sind eine Menge an Varanen. Das ist auch cool. Varane, was brachten die uns nochmal? Ja, Krallen ein bisschen EP. Ich glaube, das war's schon, oder? Varane, da gibt's das schon in 1. Ich weiß es gar nicht. Ach, halt die Klappe, stirb. Die sind ja eigentlich ganz niedlich gewesen. Tut mir jetzt fast leid. Halt die Klappe! Ah, bam. Weg ist er. Okay, Leder gab's auch nicht. Ist ja hier ein Mister-Loot. Hier, komm, das Kräuterchen holen wir uns noch mit. Jum, jum, jum. So. Haben wir da unten eine Truhe oder sowas? Komm, hier ist ein Verschlag. Hier muss doch was sein. Oder halt auch nicht!
Ah! Sartoras, da sind wir. No, please! No more! No more! No more! Hallo, Rosa. Magier. Jetzt red mit mir! Ich habe in der Trollschlucht einen Fokus gefunden. Das ist ein Anfang. Du schlägst dich gut. Es fehlen noch 3 Fokussteine, um unseren großen Plan durchzuführen. Gehe nun und suche die restlichen Fokussteine. Der ist freundlich. Wow! Saturas, hast du Corona? Mein Lieber, hier, 3 Meter Abstand, Atemmaske und Ganzkörperkondom. Ich habe in der Bergfestung einen Fokus gefunden. Gut, das ist schon der 2. Fokusstein, den du uns bringst. Wir kommen unserem großen Ziel immer näher. Jo! Schlag dich tapfer und suche nun die restlichen 2 Fokussteine. Ihr seid echt freundlich geworden. Ich habe in der Klosterruine einen Fokus gefunden. Gorm, der Söldner, war dort und hat mich bei der Suche unterstützt. Unglaublich! Bro. Nun haben wir schon insgesamt 4 Fokussteine. Yep. Nur noch ein einziger fehlt uns. Dann haben wir alle ursprünglichen Steine in unserem Besitz. Ja, du hast unserer Gemeinschaft schon jetzt sehr viel Ehre erwiesen. Finde den letzten Fokusstein und unsere Befreiung steht kurz bevor. Trau dem Braten nicht. Ich habe unter dem Stonehenge einen Fokus gefunden. Ja. Fantastisch! Nun haben wir alle 5 Fokussteine in unserem Besitz. Deine Taten sind von unschätzbarem Wert für unser Lager. Sei dir meines ewigen Dankes gewiss. Gehe nun zu Riordian. Er wird dir einen Ausgleich für deine unermesslichen Mühen geben. Sprich auch mit Kronos, dem Hüter des Erzes. Auch er wird dir ein Geschenk unserer Gemeinschaft überreichen. Der ist freundlich gewesen. Und zwar so richtig. Ich komme darüber nicht hinweg. Okay, und EP gab's halt zum Totschießen, ne? Kann nun die Sprengung des Erzhaufens beginnen. Wir haben jetzt alle Artefakte zusammen, die unser großes Vorhaben benötigt. Easy. Doch die Erschaffung der Barriere wurde von 12 Magiern durchgeführt. Ja. Um die gewaltigen Energien zu kontrollieren und in die richtigen Bahnen lenken zu können, sind wir Wassermagier nicht genug. Was machen wir dann? Mir ist bewusst, dass du schon sehr viel für unsere Gemeinschaft getan hast und wir stehen tief in deiner Schuld. Doch im Interesse aller Koloniebewohner muss ich dich noch um einen weiteren Gefallen bitten. Ey, Saturas, jetzt mal ganz ehrlich, ja? Hast doch langsam gemerkt, ich bin ein Mann der klaren Worte, also raus damit. Ein weiterer Gefallen? Ja. Begib dich ins alte Lager und versuche, einige der Feuermagier für unsere Sache zu gewinnen. Die Feuermagier? Warum sollten die Maden den Speck verlassen wollen? Ein Zusammenbruch der Barriere würde ihre Machtposition zunichte machen. Genau aus diesem Grunde musst du dich um diese schwierige Mission kümmern. Du kennst Leute aus allen Lagern der Kolonie. Ja, so halber, ne? Erinnere die Feuermagier an die alten Zeiten, als wir noch gemeinsam die magischen Künste studierten. Ja, da bin ich ja der beste Typ. Ja gut, Gut, ich werde versuchen, die Feuermagier zu überreden. Aber ich kann nichts versprechen. Es scheint mir fast unmöglich. Du musst es versuchen. Wenn du keinen Erfolg hast, dann gibt es nur noch einen. Einen was? Vergiss das. Du musst Erfolg haben. Hier, nimm diese Zauberrune. Überbringe sie Koristo, dem obersten Feuermagier, als Zeichen unseres Vertrauens. Armer. Damit kann er sich jederzeit vorbei an allen Wachen mitten in diesen Raum teleportieren. Nächster Portstein. Ich hoffe, das überzeugt unsere ehemaligen Freunde von unseren guten Absichten. So, ihr Lieben, wir sehen uns in der nächsten Folge. Tschüss.